Hallo ihr Lieben und willkommen bei einer neuen Folge Let's Play RimWorld. Wir sind immer noch bei der Beta 18 und bei meiner Kolonie, die so langsam aber sicher richtig im Chaos versinkt. Denn es gibt kein Essen. Ach ja. Na toll. Und Upgrade futtert lieber den Reis frisch vom Feld, als dass er ihn in die Vorratskammer trägt. Ach Junge, das gibt's doch echt nicht jetzt. Seufz. Gut, er hatte Hunger, dann wollen wir jetzt mal nicht so sein. Ich versteh's ja. Ich versteh dich ja, Junge. Ich versteh das. Ich möchte auch, dass ihr nicht hungern müsst. Seufz. Das ist echt so lästig. Okay, Tascha, bitte sei du jetzt wenigstens nützlich. Oh. Möchtest du das nicht abbauen? Vielleicht? Baut komprimiert... Oh, ja gut. Komprimierter Stahl ist auch wichtig, sonst haben wir nämlich hier ein extremes Problem, was unsere Versorgung angeht. Das ist richtig übel momentan. Irgendjemand knurpst hier. Oh, er gibt Flower-Reis. Na toll. Ach, Mädchen. So, 61% Seuche. Boah, bitte geh mir jetzt nicht drauf, Flower. Unsere beste Jägerin darf jetzt hier einfach nicht an dem Scheiß sterben. So, ich glaube mal, ich werde jetzt hier ein bisschen weiter forschen lassen, wenn das irgendwie geht. Medizinherstellung kann ich wegen diesem dummen... Ah, fuck. Okay. Ding, Jäger ohne Fernkampfwaffe. Oh, Upgrade hat keine Waffe. War hier nicht irgendwo noch ein Bogen? Hier. Guter Kurzbogen. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist jetzt auch rohen Reis. Ey, Alter. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, Leute. Warum esst ihr das rohe Zeug? Ihr könnt das doch einfach verarbeiten, bitte. Tu irgendwas Sinnvolles mit deiner Zeit. Okay, der isst das Zeug auch hoch rein. Alter Schwede. Okay. Naja, zumindest sie verhungern nicht. Das ist doch auch schon mal was. Vielleicht sollte mich das jetzt irgendwie trösten. Bah. Ach, warte mal. Hier ist doch der verdammte Recurve-Bogen. Ah, shit. Der hat doch eigentlich Face gehört. Aber Face hat jetzt eine Schrotflinte. Das heißt, ich werde das Ding einfach entweder Upgrade geben... Oder Chris. Chris hat 5 im Fernkampf. Upgrade hat 11. Oh, okay. Upgrade kriegt den. Warum habe ich dem nur so einen miesen Bogen gegeben? Boah. Was seufzt. Ah, ist das ein Scheiß hier. Alles läuft überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht hatte. Nun ja. Okay, machen wir jetzt von hier mal schnell die Nacht vorbei. Während alles hier vor sich hin britzelt und brutzelt. Wenigstens verhungern die Tiere nicht total. Das ist ja auch schon mal was. Aber ich glaube, wir brauchen auch noch irgendwie ein neues Feld. Gut, hier sind viele Kartoffeln, aber das wird wohl nicht reichen. Oh Gott, Flower, bitte geh mir nicht drauf. Bitte geh mir nicht drauf. So, Upgrade. Du wirst jetzt diesen coolen Bogen hier schnappen. Na toll. Jetzt ist die Windturbine auch noch kaputt. Ah! Liebe Erzählerin, du bist fies. Echt jetzt. So, du trägst den. Bitte aufräumen, dass der hier nicht verrottet. So. Face, vielleicht hast du ja jetzt Glück. Es wäre schön. Zur Not benutzt deine Schrotflinte, um Cass davon zu überzeugen, dass unsere Kolonie toll ist.
Bitte. Komm, Cass. Wir sind toll. Wir sind voll nett. Komm jetzt, stell dich nicht so an. Du hast sogar Licht in deinem Gefängnis. So ein bisschen. Na komm. Alter, Cass will irgendwie nicht. Das finde ich echt blöd. Dabei können wir sie echt brauchen. Aber ich denke, ich lasse sie jetzt einfach frei, weil das hat so keinen Sinn. Vor allem, sie ist ein Esser, der eigentlich, naja, momentan haben wir nicht sehr viel Essen. Das ist nicht hilfreich. So, Upgrade. Können wir dich irgendwie zufälligerweise Bergbauen schicken? Nein, können wir eigentlich nicht. Face, wie sieht's bei dir aus? Bergbau, nicht deine Leidenschaft, aber besser als nichts. Wir brauchen Stahl. Komm, Junge. So, dann gucke ich doch mal. Hunger. Ja, Tascha, ich weiß, du hast Hunger. Es tut mir leid. Dann lass mal Cass frei. Es wäre gut gewesen, aber hat so keinen Sinn. Also ich habe es jetzt, denke ich, lang genug versucht. Ich habe sie definitiv über den Winter gebracht. Aber geholfen hat's nichts. Mach's gut, Cass. Vielleicht kannst du ja deine Leute davon überzeugen, dass wir nicht so scheiße sind, wie die denken. Wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, aber, ne? Who knows? So. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Stromkabel. Damit diese Sonnenpanels hier nicht total sinnlos vor sich hin wurschteln. Sonneneruption. Okay, macht die elektrischen Geräte unbrauchbar. Das war irgendwie so klar. Also, langsam wundert mich nichts mehr. Tief durchatmen. Oh. Echt jetzt? Das ist nicht euer Ernst, Leute. Das ist nicht euer Ernst. Keine Forschung. Naja, gut, wir sollten zumindest mal gucken, dass wir noch irgendwas weiteres erforschen. Gasdrucklader, was ist das denn? Okay. Mörser klingt auch nett. Aber ich werde erstmal Hydrokulturen erforschen. Denn die können wir auch brauchen. Dann können wir nämlich über den Winter richtig schön effizient anbauen, wenn das irgendwie klappt. So. Was macht Tascha? Okay, du baust Stahl ab, finde ich auch gut. Wir brauchen definitiv welchen. Chris hat Hunger und räumt erstmal auf. Okay. So, dann schaue ich doch mal, ob ich hier noch ein paar Tiere finde, die wir irgendwie verhackstücken können. Hm. Nun gut. Ihr werdet euch jetzt hier komplett mal damit beschäftigen, diese hässlichen Tiere zu töten. Ah. Oh, und ich sehe, es gibt hier auch schon wieder Büsche. Das ist gut. Endlich. Büsche. Juhu. Beeren. Essen. Ja. Es ist so schön. So, Kumpels. Kommt mal rum. Nicht so faul. Ihr müsst die Kolonie ernähren. Kommt, Jungs, ihr macht das jetzt zusammen. Jawohl. Tier Nummer 1. Das ist mir nämlich jetzt einfach zu riskant, die Leute hier nochmal allein losziehen zu lassen.
Hallo? Du sollst sie beschießen. Hopp. Na kommt, ihr schafft das. Hopp, hopp. Alter Schwede. Behandlung benötigt? Was? Och nein. Ah, Chris, okay. Das war jetzt nicht die beste Idee. So, du gehst nach Hause und nimmst das Viech mit. Komm, Chris. Trage den mal. Fällst du... Upsa. Darfst nach Hause. Upgrade. Du wirst jetzt einfach die Geiß mitnehmen. Nein. Alter, du sollst nicht die Geiß retten. Oh Gott, ist das bescheuert. Geiß töten, bitte, ja? Töten. Nicht retten. Wir brauchen das Essen. Oh Gott, ich krieg die Krise. Hallo. Töten! Du sollst nicht einfach nur draufkloppen. Okay, super. Oh Gott, was ein Stress hier. Nein, Essen mitnehmen, bitte. Und Face hat schon wieder was abgekriegt. Der arme Kerl, der hat es echt nicht leicht momentan. Ah, okay, wie geht es? Flower? Extreme Seuche. Ach du Shit. Okay. Aber vielleicht habe ich jetzt Glück und ich schaffe es, dass sie das überlebt, weil sie jetzt schon bei 88% ist. Ey, Seuche. So ein Mist. So, Chris. Das verstehe ich nicht. Warum geht das nicht? Warum kann ich das jetzt nicht machen? Okay, die Hunde fressen jetzt erstmal das Fleisch. Komm, Mädchen, bitte geh nicht drauf. Bitte geh nicht an der Seuche drauf. Es häuft. Echt, das ist nicht lustig momentan. Okay. So, wir haben jetzt zumindest zwei Solarpanels, die ordentlich mit extra noch reinbuttern. Das heißt, ich kriege hoffentlich die Batterien halbwegs wieder voll. Boah, Mann, so ein Mist. So, jetzt schlachte bitte, denn wir brauchen definitiv Essen. Chris, warum bist du so fertig? Stärkere Schmerzen, okay. Okay, ja, Nahrungsmangel ist natürlich ein bisschen doof. Jetzt gucke ich mal eben, dass er auf jeden Fall das Teil auch gleich mitnimmt, wenn er wegrennt. Das ist irgendwas, was ich nicht so recht verstehe bei dem Spiel, dass die Leute dann zuerst den Kram da irgendwie abschnibbeln, ihn aber nicht mitnehmen. Das wäre irgendwo so ein bisschen logischer. Vielleicht gibt es dafür ja irgendwo mal einen Mod. Falls ihr so einen Mod kennt, bitte tut mir den Gefallen, schreibt mir den Namen des Mods in die Kommentare. Das wäre echt hilfreich. Alles andere geht ja irgendwie, aber so dieses, ja, ich laufe jetzt erstmal, Ernte fehlgeschlagen, scheiße. No, no, no. Ach je. Okay. Okay, Chris darf jetzt erstmal wieder ein bisschen kochen. Okay, Flower, wie geht's dir? Bitte, 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 schaff es. Bitte, schaff es. Face ist nicht krass bedroht, aber ey, Alter. Dass ihm Upgrade, nee, Chris, nee, Face ist nicht bedroht, aber dass ihm Chris dann erstmal so ordentlich in den Rücken schießt, das war schon ein bisschen hart. Seufz. Aber zumindest hat der gute Upgrade jetzt die Möglichkeit, Banditenlager. Puh.
Hahn, Ratsvorsitzender von der Herrschaft Bultitum, hat uns eine Nachricht geschickt. So wie es aussieht, überfallen Banditen von einem nahegelegenen Lager ihre Karawanen. Sie haben uns gebeten, das Lager zu zerstören. Genauer, sie wollen, dass alle Gegner und Geschütztürme ausgeschaltet werden. Oje. Wenn wir Erfolg haben, wird das unsere Beziehungen verbessern und sie werden uns diese Belohnung schicken. Silber 2470. Nein, Leute. Nein. Einfach nein. Vergesst es. Nein. Ah, das ist keine gute Idee. Ja, ich weiß, dass die Krankheit schwer ist. Was soll ich denn machen? Ach, seufz. Das ist doch kacke. Okay, du gibst jetzt Flower auch noch rohes Fleisch zu essen oder was? Nee, Face kriegt das. Ja, lecker. Super. Eieiei, momentan haben wir es echt nicht leicht. Zumindest sorgt die gute Tasha dafür, dass Flower gefüttert wird, aber nun ja. Komm Flower, bitte, du musst das einfach schaffen. Du kannst jetzt nicht draufgehen. Ich fürchte, das könnte sehr schwer ausgehen. Oh Mann, oh Mann. Bitte, Flower, geh nicht drauf. Bitte, 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 geh nicht drauf. Er hat Hunger, Upgrade, okay. Seufz. Verhungert, ja, Leute, ich weiß. Ist alles nicht so ideal gerade. Oh, da wächst doch das Essen. Okay, wir werden jetzt hier erstmal ein bisschen ernten müssen. Das geht echt nicht anders. Liebe Leute, das müssen wir hier wirklich irgendwie lösen, das Problem mit dem Essen. Da kommt jetzt halt nicht so mega viel bei rum, aber es ist besser als nichts. 98% gewachsen, yay. Okay. Und hier waren auch irgendwo Büsche. So in der näheren Umgebung. Irgendwo. Okay, sieht schlecht aus. Ich muss das mit dem Essen irgendwie in den Griff kriegen. Das wird sonst echt richtig, richtig böse. Wenn mir die Leute nicht draufgehen dabei, bitte. Flower, bitte. Echt jetzt? Haben wir noch irgendwo Heilzeug? Gar nicht, scheiße. Das ist doch jetzt nicht die Möglichkeit. Das sieht richtig übel aus. Also mit Flower bin ich gerade richtig am Mitleiden. Weil ich einfach die Befürchtung habe, dass das jetzt ganz böse endet. Dieses wurde immun ist ja ganz nett, aber... So, bitte mach das jetzt hier. Bah. So ein Stress. Hm.
wurde ihm nun bei 94%. Keine Ahnung, was das bedeutet. So ein Ding hatte ich bisher noch nicht. Ich meine, ich kann hier jetzt einfach nicht auch irgendwelche Körperteile abschneiden und sagen so, hey, das ist seuchenversehrt, bitte mach das mal weg. Das geht einfach nicht. Nein, nimm das mit. Komm, nimm das mit. Behandle Flower, mach sie gesund. Bitte, Tascha. Du musst das schaffen. Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht verletzt? Okay. Wird sie die dann jetzt irgendwann mal wieder los oder so? Ich habe ja irgendwie die blöde Befürchtung, dass das jetzt nicht so gut ausgeht. So, besorgt jetzt erstmal Essen, ihr Lieben. Also das finde ich jetzt irgendwie so... Ah! Das wird weniger. Das heißt, die Seuche muss jetzt noch irgendwie runtergehen. Sie wurde immun und jetzt muss die Seuche abklingen, offensichtlich. Oh Gott, hoffentlich kriegt der jetzt nicht die Seuche oder so. Das wäre jetzt doch... Das wäre jetzt noch toller irgendwie. Komm, jetzt stell dich mal nicht so an. Sorge dafür, dass es hier Essen gibt. Und diese Viecher fressen hier die ganzen Sachen weg. Das ist doch echt langsam nicht mehr lustig. Okay, Flower kann wieder laufen. Jetzt... Oh, hat sie es geschafft? Es wird 90, es wird immer weniger. Okay, so langsam geht's aufwärts bei ihr. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt muss sie noch in aller Ruhe was essen. Okay. Puh, Glück gehabt. Alter Schwede. Jetzt können endlich wieder alle Leute arbeiten. Oh Gott sei Dank. Ach, herrje. Okay, ein überlegenes... na gut, die Sachen lasse ich jetzt hier einfach mal verrotten. Das geht mir nämlich sonst echt auf den Nerv. Puh, also es sieht jetzt schon besser aus, glaube ich. Wir haben Glück gehabt. So, Flower, wo bist du denn jetzt gerade? Du sitzt hier. Okay, sieht gut sich aus. Und danach kannst du dann bitte vielleicht hier so weitermachen, wie wär's? So ein bisschen. Ich weiß, du bist krank, es geht dir nicht gut, aber wir brauchen die verdammte Hose, sonst ist der gute Upgrade die ganze Zeit unglücklich. Okay. Also ihr Lieben, das Schlimmste ist überstanden, Flower ist über den Berg, Gott sei Dank. Das war aber wohl richtig, richtig knapp hier. Man musste sich ordentlich mitfiebern. Und wie es weitergeht, sehen wir morgen in unserer lustigen kleinen Kolonie-Soap. Gute Kolonie, schlechte Kolonie oder wie auch immer man das nennen möchte. Ich hoffe, ihr guckt wieder rein und dann gucken wir doch mal, dass wir das jetzt hier wieder ein bisschen mehr auf Kurs kriegen. Macht es gut bis dahin und tschüss.